Der FC Bayern München beschäftigt sich ja schon mit einem potenziellen Nachfolger von Thomas Tuchel für den Sommer. Einer, der jetzt wohl unbedingt zum FC Bayern München will und auch schon ab sofort kommen könnte, das ist Antonio Conte. Genau das berichtet jetzt die Bild. Was genau ist da los? Alles dazu jetzt gleich hier. Zudem geht es auch um Leon Goretzka. Tatsächlich gibt es jetzt einen Topclub, der Leon Goretzka ins Visier genommen hat. Und ein Abschied vom FC Bayern München, der wird jetzt wohl deutlich wahrscheinlicher als noch vor wenigen Tagen. Und verpasst Borussia Dortmund eine Einnahme von über 70 Millionen Euro? Alles dazu und mehr gleich hier im Video. Vorab, lass ein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal, um nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Zudem, ich habe eine Website veröffentlicht, www.bully-insight.de. Dort fange ich jetzt gerade an, mit mehreren Personen gemeinsam die Seite aufzubauen. Dort findet ihr aktuelle Bundesliga-News, natürlich aber auch was zu allgemein allen Transfer-News in der Fußballwelt, internationale Top-News, aber natürlich auch ein bisschen kleinere Ligen. Es geht auch in die zweite Bundesliga rein, also wirklich alles, was das Herz begehrt. Schaut da gerne mal vorbei und wenn ihr Bock habt, selber dort Inhalte zu veröffentlichen, kontaktiert mich bei der unten eingeblendeten E-Mail-Adresse. Aber lasst natürlich trotzdem ein Abo hier auf dem Kanal da, denn auch hier verpasst ihr keine News. Aber damit gehen wir rein ins erste Thema. Ja, und das soll tatsächlich der FC Bayern München sein. Und da ist jetzt ein absoluter Top-Trainer wohl ein ganz heißer Kandidat, denn er möchte unbedingt zum FC Bayern München. Die Rede ist von Antonio Conte. Die Bild berichtet darüber, der 54-jährige Trainer hat den FC Bayern München als seinen Wunschclub als nächste Station identifiziert. Der Italiener sieht im FC Bayern München einen der Top-3-Clubs in Europa. Bei Antonio Conte ist es so ähnlich wie bei The Special One, wie bei Jose Mourinho. Auch er hat schon viele Clubs gesehen. Inter Mailand, Juventus Turin, mit dem FC Chelsea. Überall hat er die Meisterschaften schon gewonnen. Jetzt möchte er nochmal die deutsche Meisterschaft gewinnen. Und da soll er unbedingt zum FC Bayern München gehen wollen. Konkrete Gespräche gab es hier natürlich noch nicht. Aber wenn so ein Top-Trainer Bock auf deinen Verein hat, ist das natürlich ein gutes Zeichen. Und er wäre theoretisch auch schon sofort verfügbar, weil er ja aktuell keinen Club hat. Die Bayern, ihr Plan ist aber immer noch trotzdem ganz, ganz klar. Sie wollen die Saison mit Tuchel zu Ende bringen, einen sauberen Cut machen, wie ich euch das heute Mittag schon berichtet habe. Aber dann wäre Antonio Conte natürlich eine, vielleicht sogar die beste Option. Er kennt zum Beispiel auch Bayern-Profi Harry Kane, Eric Dier von der gemeinsamen Zeit bei Tottenham. All das wäre natürlich jetzt hier perfekt und Antonio Conte würde wohl gerne bei den Bayern übernehmen. Bei den Bayern werden aber aktuell, muss ich wirklich sagen, sehr, 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 sehr viele Namen gehandelt. Ich werde da jetzt in den kommenden Tagen, sobald sich da so ein paar Namen vielleicht schon erledigt haben, ein separates Video über alle Nachfolgekandidaten mal machen, denn unter anderem wurde auch gestern Abend Ole Gunnar Solskjaer in den Raum geworfen. Er pflegt gute Beziehungen zum Beispiel zum Bayern-Sportdirektor Christoph Freund. Und da gibt es jetzt auch wieder Gerüchte, ja, Solskjaer könnte so eine Art Feuerwehrmann sein. Er könnte jetzt schon in diese Saison kommen und dann bei den Bayern anheuern. Ob es dann wirklich so weit kommt und Ole Gunnar Solskjaer dann auf einmal auf der Bayern-Bank sitzt, das wage ich jetzt grundsätzlich erstmal zu bezweifeln. Ist natürlich nicht komplett ausgeschlossen, aber ich denke, da gibt es wahrscheinlichere Kandidaten, wie ich euch heute Mittag auch schon berichtet habe, mit Xabi Alonso und eben auch Zinedine Zidane. Aber es wäre schon extrem lustig, wenn Antonio Conte ausgerechnet der Nachfolger wird von Thomas Tuchel, mit dem er sich da einmal so heftig angegangen hat in diesem einen Spiel, damals Tottenham gegen Chelsea. Ja, das war schon ziemlich lustig und wäre schon so ein bisschen verwunderlich, wenn er das wirklich werden würde. Aber ich würde hier definitiv nichts ausschließen. Ein absoluter Top-Trainer und würde natürlich grundsätzlich auch zum FC Bayern München passen. Das einzige Problem wäre eben die Sprachbarriere. Er spricht wohl, zumindest heißt es so, kein Deutsch. Und eigentlich wollten die Bayern das ja nicht mehr machen, einen nicht-deutschen Trainer holen. Andersrum muss ich sagen, naja, wir sind ja auch immer noch im Profigeschäft. Da musst du einfach einen Trainer anhand seiner, ja, ich sage mal, Qualifizierung holen und nicht eben anhand seiner Sprachkenntnisse, weil ich denke auch nicht, dass alle Bayern-Spieler Deutsch sprechen. So sehe ich das Ganze. Wie seht ihr es? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Aber damit kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Und das soll Leon Goretzka sein. Leon Goretzka, er denkt ja aktuell auch so ein bisschen über seine Zukunft beim FC Bayern München nach. Wie geht es für ihn weiter nach der 2:3 Pleite gegen Bochum? Da stand er auch unter anderem in Kritik und er überlegt tatsächlich, ob er den Verein verlässt. Aber auch droht natürlich ein großer Kaderumbruch im Sommer und einer der Abgangskandidaten auch vom Clubseite aus ist Leon Goretzka. Der 29-Jährige könnte damit nach längerer Zeit jetzt
jetzt auch mal sich einen neuen Club suchen und vielleicht geht es für ihn jetzt auch mal ins Ausland. Denn tatsächlich gibt es da mit Juventus Turin einen Club, der wohl konkret an ihm interessiert sein soll. Der Juve-Experte und Transferexperte Mirko Di Natale, der vermeldet es, Leon Goretzka ist auf der Liste von Sportdirektor Cristiano Giantoli. Demnach ist der deutsche Nationalspieler auf jeden Fall auf der Liste von Juventus Turin und man würde ihn wohl sehr, sehr gerne verpflichten. Der Marktwert von Goretzka, der wird auf ca. 40 Millionen Euro geschätzt. Die Frage ist natürlich, ob die Bayern so viel für ihn bekommen würden, wenn sie einen Verkauf im Sommer anstreben, vermutlich eher weniger, weil dann wäre der Bedarf ja nicht so hoch, da die Vereine ja um die Umstände auch zumindest mal von Leon Goretzka definitiv wissen. Die Frage ist natürlich, kann sich auch Leon Goretzka einen Wechsel zu Juventus Turin vorstellen? Das kann man aktuell natürlich nicht sagen. Aktuell beschäftigt er sich nicht mit einem Wechsel, kämpft weiterhin um einen Stammplatz. Wenn er aber diesen nicht bekommen würde, dann könnte ich mir schon gut vorstellen, dass Leon Goretzka zumindest mal das ganze Paket von Juventus Turin sich genauer anschauen würde. Denn ich muss sagen, ja, das wäre schon eine Idee, die könnte er sich mal angucken. Juventus Turin wird wohl in der nächsten Saison aller Voraussicht nach zumindest mal wieder Champions League spielen, sind da ganz oben in der Tabelle mit dabei. Zweiter Platz, sieht aktuell alles ziemlich gut aus. Von daher bin ich mal gespannt, ob das dann eine Option wäre für Leon Goretzka. Da eure Meinung wie immer auch gerne in die Kommentare. Glaubt ihr an einen Goretzka-Wechsel in Richtung Serie A oder hofft ihr immer noch, dass er beim FC Bayern München bleibt? Eure Meinung wie immer in die Kommentare. Und dann kommen wir zum nächsten Thema. Und da soll es bei Borussia Dortmund um die Königsklasse gehen und ja, und damit auch natürlich um ganz, ganz viele Einnahmen. Denn Borussia Dortmund sind jetzt Einnahmen von bis zu 70 Millionen Euro möglich. Dafür müssten sie aber heute Abend den ersten Schritt machen. Sie müssten heute Abend definitiv gegen Eindhoven erstmal gewinnen, damit diese 70 Millionen Euro in greifbare Nähe kommen. Aber ich sage 70 Millionen Euro, kriegt man etwa so viel, wenn man im Achtelfinale weiterkommt? Nein, nicht ganz. Aber man muss sagen, es sind natürlich auch noch weitere Einnahmen möglich. Grundsätzlich würde man ca. 10 Millionen Euro bekommen, wenn man ins Viertelfinale einzieht. Sollte sich Borussia Dortmund gegen PSV Eindhoven durchsetzen, hätte man schon mal die ersten 10 Millionen Euro. Und dann startet sie im nächsten Sommer nämlich eine reformierte Clubweltmeisterschaft in der USA. Da will Borussia Dortmund auch sehr, sehr gerne dran teilnehmen, denn man würde ca. 50 Millionen Dollar bekommen. Und das sind ca. 45 Millionen Euro, die man bei einer möglichen Teilnahme bekommen würde, beziehungsweise bis zu 50 Millionen US-Dollar. Das ist natürlich eine ganze Menge. Hinzu kommt noch einiges an potenziellem Gewinn, was jetzt gerade das Marketing angehen würde, wenn man in der USA spielen würde. Das würde auch nochmal dazu kommen. Da hätte man sehr, sehr große Marketingchancen und könnte so auch wieder neue Einnahmen generieren. Zudem geht es natürlich weiterhin um die Königsklasse. Die wird sich nicht heute Abend alleine entscheiden, ob man die Quali da bekommen würde. Aber ab nächstem Mal bekommt man nochmal 18 Millionen Euro, wenn man sich für die Champions League qualifiziert. Und das sind natürlich insgesamt Einnahmen von 75 Millionen Euro, die Borussia Dortmund in dieser Saison noch verspielen könnte. Es kommt so ein bisschen darauf an, welches Gesicht man von Borussia Dortmund sieht. Sieht man das Gesicht wie am Wochenende gegen den VfL Wolfsburg, dann könnte ich mir vorstellen, dass Borussia Dortmund dieses Geld verspielt. Sieht man ein Gesicht von Borussia Dortmund wie in manchen Spielen zuvor, wo sie auf einmal eiskalt sind, super Fußball spielen, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass Borussia Dortmund hier Einnahmen in Höhe von 75 Millionen Euro für nächste Saison festmachen kann. Und ich sage euch ehrlich, bei Borussia Dortmund, da braucht man jeden Cent, da muss man jeden Euro umdrehen, denn Ian Maatsen und Jadon Sancho, die muss man irgendwie festmachen. Das zumindest meine Bedingung, die ich jetzt hier einfach mal stelle. Was sagt ihr zu allen Themen aus dem Video? Bis dahin, Leute. Ciao.